machen wir Zeit gut. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Ist das nicht die falsche Richtung? Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Ich möchte eure Autorität nicht untergraben, aber wir sollten... Dieser Weg macht doch keinen Sinn. Wieder jemand tot in dieser Schicht. Mit Verlaub, Signore. Ich weiß nicht, wo ihr hin müsst. Weil er sich so ehrenhaft ergeben hat, kommen wir, Männer, bitte gerne nach. Gut. Jetzt machen wir Zeit gut. Ey, sind wir hier fertig? Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Ich möchte eure Autorität nicht untergraben, aber wir sollten... Signore, geht es euch gut? Wir sind auf Kurs. Der Weg, den ihr einschlagt, ist sehr interessant. Ich ging hier woanders lang. Ein Spaziergang durch die Stadt. Wo gehen wir hin? Wir sind auf Kurs. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Bald sind wir hier fertig. Wie Romulus. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Glaubst du, er geht in die falsche Richtung? Der Weg, den ihr einschlagt, ist sehr... Wir sind auf Kurs. Ich möchte eure Autorität nicht untergraben, aber wir sollten jetzt gehen. Dieser Weg macht doch keinen Sinn. Glaubst du, er hat vergessen, wo es lang geht? Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Wir sind auf Kurs. Wie kann man sehen, wir sind fast wenn da. Die Nase in den Himmel zeigt? Gleich sind wir da. Der Weg, den ihr... Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Jetzt machen wir... Glaubst du, er hat vergessen, wo es war? Wir sind auf Kurs. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Der Weg, den ihr einschlagt, ist gut. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Bald mischen wir uns unter die Feier. Jetzt sind wir auf dem rechten. Ist das nicht die falsche Richtung? Wir sind auf Kurs. Bald sind wir hier fertig. Bald mischen wir uns unter die Feiernden. Gebt mir die Kiste, Luigi. Ich bringe sie zum Bankier. Tretet ein. Wir dürfen nicht rein? Ihr schiebt Wache auf Befehl Cesares. Porca puttana! Cesare? Er ist hier? Luigi wurde ermordet. Wir fanden seine Leiche am Pantheon. Luigi? Der ging gerade rein.
sagt Claudia, der Bankier ist hier. Für den Bankier. Hallöchen. Grüezi. Was dagegen, wenn ich nicht komme? Ja, ich meine, nein, habe ich nicht. Ich war noch nie in Plastevere bisher. Die alten Ruinen machen mich nervös. Ich beschütze euch. Na klar. Eine schöne Kiste habt ihr da. Ist nicht meine. Aber ihr tragt sie doch in euren starken Armen. Wollt ihr mal anfassen? Und was sag ich dem Priester bei der Beichte? Geld für euch, Bankier. Ich nehme das. Und das. Weggetreten. Wo ist nur mein Geldbeutel? Honoratissima. Willkommen auf meinem Fest. Ich bin Juan Borgia. Cesare spricht gleich im großen Saal, Eccellenza. Komm. Du genießt den. Ja, Eccellenza, tue ich. Es gibt hier so viel zu sehen. Oh, gut. Ich scheute keine Kosten. Das sieht man. Die feinen Dinge im Leben machen die Macht so lohnen. Wenn ich eine Abwechslung habe, niemand erkennt mich nur nicht verhindert. Komm, darauf an, dass du warst. Das verstehst du nicht, mein Kind. Mir gehören alle Bäume. Meine. Ganz im Gegenteil. Ich sah dich Geld von meiner Wache nicht. Ritt frei. Mehr noch, ich will, dass du die ganze Nacht.
Umsonst. Ich muss doch auch etwas lieben. Nur um sicher zu sein. Danke, dass ihr gekommen seid. Wir haben eine lange Nacht vor uns. Wie könnte ich meine Siege besser zelebrieren, als mich unter das Volk zu mischen? Bald treffen wir uns hier wieder und feiern ein vereintes Italien. Und dann dauert das Fest 40 Tage und 40 Nächte. Cominciamo! Ora! Wir waren nie einig, Italien zu erobern. Wenn euer brillanter Generalhauptmann sagt, wir schaffen es, dann lasst es doch einfach geschehen. Ihr riskiert das empfindliche Gleichgewicht der Kräfte, das so schwer herzustellen war. Ich begrüße, was ihr für mich getan habt, doch ich führe das Heer, also entscheide ich auch. Schaut mich nicht so an. Genießt den Abend.
was ich alles fühlte, sah und kostete. Ich bereue keinen Augenblick davon. Ein Mann mit Macht sollte den Luxus gering schätzen. Aber ich gab dem Volk, was es wollte. Und nun zahlt ihr die Zeche. Il piacere immeritato si consuma da sé. Requiescat in pace. Bekommt ihr ausschließlich Meisterwerk. Also nur so gewöhnlich. Ich kann auch Hurunkel pusten. Ich sage immer, Vorsorge ist die beste Heilung. Ja,